Hübsch. Sexy. Okay, raus mit der Sprache. Warum bist du so nervös? Andi wird gerade operiert. Er wollte sich vor der OP drücken, weil es nicht gerade easy wird, aber Herr Brandner könnte ihn noch mal überreden. Was, noch mal langsam. Also, Andi wird operiert, aber ich dachte, er... Dass er bald entlassen wird, ja. Das dachten wir alle. Krass. Ja, und Helena? Die weiß noch nichts davon. Sie war schon im Flieger nach Kambodscha, aber... Zurück zu deinem Outfit. Souverän, entschlossen, businesslike war der Plan. Aber sag mal, Helena müsste doch schon längst gelandet sein. Sollten wir sie nicht besser benachrichtigen? Nein, sie kann gerade auch eh nichts machen. Andi wird sie anrufen, sobald die OP vorbei ist und dann so schnell es geht nachfliegen. Ja, businesslike. Sieht gut aus, aber warum plötzlich so seriös? Ich habe nachher einen Termin und ich muss unbedingt überzeugend rüberkommen. Was denn für ein Termin? Naja, dieser Typ hat mich angeschrieben. Er überlegt, meine Taschen industriell herstellen zu lassen. Aber nur zu meinen Bedingungen. Ich habe schon recherchiert, das ist seriös. Hier, guck mal. Frédéric Dumercier? Der produziert für die bekanntesten Labels. Wow. Was, die wird ja doch noch eine richtig taffe Geschäftsfrau. Ja, wenn ich schon privat nichts auf die Reihe kriege. Ja, wie kommt überhaupt die Schokolade da rein? Also gut, damit das jetzt hier mal weitergeht. Also ich plädiere für eine Messerspitze, wer noch? Ja, meinetwegen. Also mit David lief es wirklich runter. Nächstes Mal mache ich es alleine. Naja. Wollen wir doch hoffen, dass Andi in der nächsten Zeit nicht noch einen guten Besserungskuchen braucht. So I'm showing Monday. I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out. You're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. Hallo. Ich dachte, Andi könnte etwas Aufmunterung gebrauchen. Schaut mal. Na? Ah, wie nett. Nett? Das ist vom edelsten Konditor in Düsseldorf, der eure Hochzeitstorte gemacht hat. Oh. Feinster Biskuit mit edler Marke Champagnercreme. Ah, das ist lieb gemeint, Charlie, aber ist vielleicht ein bisschen unpersönlich. Ja, ja. Ja, der ist doch ganz nett geworden. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Ja, es tut mir leid, das war wirklich nicht gerade professionell. Kein Problem. Wo Sie schon mal hier sind, wollen wir unsere Kooperation nicht ein wenig feiern? Gern, aber ich habe leider noch einen Termin. Ah, kein Problem. Oh. Wow, kein Wunder, dass es dich so erwischt hat. Leider beruht es aber nicht auf Gegenseitigkeit. Naja, souverän, businesslike, entschlossen. Eigentlich ist dein Plan als taffe Geschäftsfrau doch voll aufgegangen. Wahrscheinlich bin ich einfach mehr Rebecca als Geschäftsfrau. Oh, ich bin so ein Idiot! Ich wollte gleich noch mal zu Andi, wenn Miriam mich ablöst. Kommt der kleine Muffbär mit? Mhm. Guck mal, ich habe sogar extra leckere Muffins besorgt. Die sind gut gegen schlechte Laune. Mann, Rebecca, du siehst das bestimmt alles viel zu schwarz. Wahrscheinlich hat er es einfach eilig gehabt. Ja, klar. Du hast doch selbst gesagt, dass er mit dir geflirtet hat. Wahrscheinlich habe ich es mir nur eingebildet. Oder er wollte einfach nur, dass ich diesen blöden Vertrag unterschreibe, was weiß ich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich schon, bei meinem Talent für Männer? Naja,
Zumindest hast du Eindruck hinterlassen. Also der hier ist phänomenal. Allein die Füllung. Lecker. Aber könnte ich trotzdem vielleicht noch eins von dem anderen Kuchen haben, bitte? Tja, das wäre dann das vierte Stück. Und der schmeckt so gut wie der Apfelkuchen von meiner Oma. Aber schöne Grüße von meinem Mann. Du sollst noch ein bisschen Platz lassen. Der kommt nachher vorbei und bringt ein paar Andi-Dickkopf-Muffins mit. Ach, Herr Brandner, danke nochmal für den Arschtritt. Ohne den würde ich wahrscheinlich immer noch wie der sterbende Bauarbeiter auf dem Sofa liegen. Immer wieder gern, Andi. Spürst du was?